Hi Leute, hier ist wieder Good Kevin und Evil Tim. Und ja, Good Evil ist also wieder am Start im Doppelpack. Und Part 12 geht los. Und im Part 12 wollen wir eigentlich da weitermachen, wo wir im Part 11 aufgehört haben, nämlich Kurt zu trainieren und bis sie dann der Gitarre zu üben. In der letzten Folge hatten wir unangenehmen Besuch und das erzählt euch jetzt mal der Tim, was da genau passiert ist. Ja, angeblich haben wir unsere Rechnung nicht bezahlt. Dann kam der Gerichtsvollzieher und hat uns ein paar Sachen weggenommen, um genau zu sein. Unser super stylisches Sofa, was auch nicht ganz billig war. Was wir, ich weiß nicht, wie viel wir. Ja, 700 haben wir dafür bezahlt. 780 oder irgendwie sowas. 784. Dafür, dass wir jeden Tag halt arbeiten, oder fast jeden Tag arbeiten, und durchschnittlich, sag ich mal, am Tag so. Ich weiß nicht, wie viel macht Gott eigentlich pro Tag? Weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir bringen pro Tag 300 irgendwas mit. Das heißt, wir müssen schon knapp 2,5 Tage dafür arbeiten. Eher 3. Um uns so ein Sofa zu leisten. Und dann wird uns das einfach weggenommen. Wir müssen jeden Cent noch zweimal umdrehen. Na, so arm sind wir jetzt auch nicht. Und dann kommt der Stand, oh, ich glaube, er weiß, was er muss. Kurt muss irgendwie ständig aufs Toilette, ich weiß auch nicht. So, dann würde ich sagen, geht nochmal wieder ein bisschen trainieren, ne? Was macht der da? Riecht der noch dran? Nur meine Nase, ey. Heute haben wir auch eine deftige B-Note. Ja, wer weiß. Kurt's Hobbys sind ja sehr kreativ. Er ist Musiker. Mein Freund, 3 Uhr nachts, hier langsam mal schlafen gehen. Das erinnert mich so an. Nee, ich sag's nicht. Aber immer noch Krempel weggenommen. Sims ärgert sich sehr an ihrem Krempel und Sims hängen sehr an ihrem Krempel und wenn er ihm weggenommen wird, nehmen sie das sehr persönlich, wegen Pfändung. Ja, natürlich. Ich kenne keinen, der sagt, ach geil, weißt du, ich will lieber in so einer leeren Kommune leben, so mit irgendwie gar nichts. Ich bin eher so der Hippie aus den 50ern, ne, so Hauptsache, ich habe meine Muntermacher so in der Tasche und dann Peace und so. Nee, das ist schon echt echt schlimm. Also ich kann da mit Kurt echt mitfühlen, wie es ihm da geht. Denn niemand findet es schön, wenn seine Sachen weggenommen. Egal ob von der offiziellen Behörde oder von irgendjemand anderem. Ja, Diebe oder so. Kurt lebt übrigens in Seattle. Genau. Falls das ihr noch nicht mitbekommen haben sollt, es sei denn, ihr habt in den ersten Parts reingeschaut. Erstmal ein herzliches Willkommen an alle alten Zuschauer, die haben wir nämlich letztes Mal vergessen. Genau. Die wollen wir nicht und Hi guys, ja. So, ne? Und Kapitel 2 und so. Genau, herzlich willkommen und danke schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß. Genau, wir sind immer noch wir sind immer noch sehr geil drauf für dieses Projekt.
Und ich hoffe, ihr werdet uns auch weiterhin unterstützen und das geht natürlich auch an alle neuen Zuschauer. Okay, Kurt soll erst Gitarre spielen und dann trainieren. Unser Freund, der... Ja, arbeite mal, du Stück, ey. Ganz ehrlich. Das lässt er liegen, ja? Oh, sonst geht's dir gut. Ganz ehrlich, arbeite für dein Geld, du Stück. Wer sich jetzt wundert, warum ich so ausraste, guckt in Part 11. Genau. Da habe ich mich nämlich sehr über diese Hilfe... Wir hätten nämlich eigentlich aufgeregt erwartet, dass wir eine Frau bekommen. Genau, so eine richtig schöne polnische oder russische. Naja, jetzt haben wir einen Kerl. Hilfe, und was bekommen wir? So ein ein Kerl, der sich schon wieder bedient. Ja, also echt, der Typ, ich weiß nicht, ob das so im Sims einprogrammiert ist. Oder ob es, je nach Laune. Senkt gerade ein bisschen. Okay, und wie, und wieso hat das so viel Speed? Weil wir gerade vorgespult haben. Okay. Kurt, du musst deinen Krempel jetzt nicht wegnehmen. Ich meine, das ist sehr anständig von ihm, ne? Ich meine, so gute Arbeitsatmosphäre ist natürlich sehr wichtig. Wir haben jetzt jemanden. Für die weitere Zusammenarbeit, aber naja, wie gesagt, ich bin nicht sehr... Hat er sich nicht gerade schon das genommen? Also, wie heißt der eigentlich? Okay. Was? Wie heißt der? Pavel. Also Pavel. Pavel. Ja, mein Freund. Zusammen abzuhängen, plaudern, hör auf damit. Echt mal? Wir plaudern mal, eine Runde. Ah, Pavel. Wieso tust du das, Pavel, Mann? Komm schon, wieso tust du uns das an? Du sollst arbeiten, nicht futtern. Echt mal. Oh Gott, was haben wir uns denn nur gekauft? Ja, ich habe keine Ahnung. Also wenn das so weitergeht, entlassen wir den auch. Also grundsätzlich sind mir ja Leute aus Osteuropa sympathisch. Mag vielleicht auch an meinem familiären Background liegen. Aber sowas... jetzt beschwerst du dich auch noch. Wasch mit der Hand ab, du Faules. Marvel, just a boy, man. Ganz immer bequem, Mann. Ganz ehrlich. Ja. Я это вообще не понимаю, что он сейчас делает. Ich verstehe nichts. Ja, da habt ihr jetzt mal mitbekommen, wo mein familiärer Background liegt. Jetzt die Übersetzung, bitte. Ich habe gerade gesagt, dass... ich habe gesagt, jetzt muss ich selber nochmal in die Aufnahme reinhören. Ich kann es dir leider nicht beantworten, weil ich kann... Ich habe gesagt, was Pavel denn so sich dabei denkt, was er so macht und dass ich ihn nicht verstehen kann. Okay. Warum er das abzieht. Naja, so, das ist eher so der Haupttext. Eingelenkt, das macht dann $125. Ja, beziehungsweise. Ja, Symbolions. Kurt muss zur Arbeit, oder? Yep. Ja. Können wir denn jetzt seine Arbeitsleistung festlegen? Können wir doch. Ja, das können wir. Normal im Betrieb hab arbeiten, entwürden, Musik treffen, Musiker relaxen. Musiktheorie studieren. Genau, machen wir das mal heute. Okay. Na, ein bisschen Theorie ist ja auch wichtig.
Ich hoffe, euch hat meine kleine russische Einlage gefallen. Ja, guck mal, hier haben wir noch einen Ballon. Die Balance einer gescheiterten Party. Ja. Nein. Warte, was stand da eben? Da war es dann nur, außerdem wurde ich Ben. Alles gut. Achso, nee, Ben wollen wir das nicht. Noch nicht. Noch nicht. Glückwunsch, Kurt hat die Fähigkeit Logistik so im Level 2 erreicht. Yay! Das brauchen wir nämlich auch, glaube ich, wenn wir... So höher wir aufstammen, umso mehr Geld verdienen wir. Ja, aber das brauchen wir, damit wir... Heute haben die Kollegen von Kurt eine Überraschungsparty für ihn veranstaltet, weil er so ein angenehmer Kollege ist. Na ja, meistens zumindest. Da kommt Freude auf. Also, ich weiß nicht. Es klang für mich, hatte das so ein bisschen so einen ironischen Unterton. Naja. So, kann Kurt jetzt noch ins Fitnessstudio gehen? Um 22.53 Uhr. Wollen wir nicht morgen lieber ins Fitnessstudio gehen? Nein, wir machen das jetzt noch. Wir machen das so. So aller. Na, wer hat das gemacht? Ich weiß nicht, ob's Rocky war oder so. Aber wir gehen mal ein bisschen nachts trainieren. Wollen wir nicht in unserem eigenen kleinen Laufband machen? Was? Wir haben ja ein eigenes Laufband. Echt? Nee, aber ich möchte erstmal, dass der Gewicht ein bisschen stemmen. Okay. Wenn obenrum das fit ist, dann können wir auch zu Hause. Ja, auf den Laufband gehen. Ja, da ist auch keiner mehr da, das dann uns dann die Geräte wegnimmt. Ja, gehört genau. Zoom mal ein bisschen drauf. So ein bisschen für unsere weiblichen Zuschauer hier. Warte, schau. Nur 20. Sie. Look, und Kurt hat die Fähigkeit der Level 3 erreicht. So, Kurt kann so langsam trainieren, Strengkurse machen. Und gehen und schlüsseln. Ja, auch. Sport. Mit Optionen reicht Tempo. Wird Kurt seine Fitnessziele bestimmt erreichen. Sehr schön. Mit was für einer Fähigkeit? Mit dieser damit. Achso. Oh, der Kurt sieht aber angestrengt aus. Ist gleich schon eins. Ja. Oh, guck mal, hier können wir normales Tempo, richtiges Tempo, schweißfrei. Trainiere, ohne ins Schwitzen zu geraten. Richtiges Tempo, du kannst länger trainieren, ohne müde zu werden, ja. Wenn dir die Kräfte einfällt. Normales Tempo, mit durchschnittlicher Anstrengung trainieren. Ja, machen wir richtiges. So, jetzt gib mal Gas, Junge. Oh. Komm, ein Level schaffst du noch hier. Komm. dabei ist so, ne? Komm. Jawohl. Ich kann ja mal auf Russisch zählen, wie wäre das denn? Mach. 1, 2, 3. Das war wohl nichts mit mir. Echt? Oh Gott, komm schon, Kurt. 1. Ach Gott, Junge. Mann. Danach kann er ja, ich denke mal, duschen, dann kann er pennen gehen. Ja.
Ein bisschen schneller. Glückwunsch! Athletik Level 4. Hey. Ja. Macht sich schon bemerkbar. Ich weiß gar nicht, bis wie viel das Athletik-Level geht. Ich auch nicht. Oh, guck mal, wir kommen um 5 Uhr morgens nach Hause. Ja, ne, andere. Ich steh jetzt auf. Was will der Fußball? Hä? Level 6. Achso, Level 6 erreichen. Okay. Achso, ja, das kann er gerne machen. Was haben wir eigentlich denn da für Ziele unten? Mit Zelda treffen. Rock, keine. Hey, im Punky Talk spielen. Ja, da war ja was. Genau, das können wir vielleicht in der nächsten Folge dann mal endlich angreifen. Ich glaube, das haben wir im ersten Kapitel auch schon so oft versprochen. Hier, Leute, und ihr habt gesehen, Rechnung bezahlt. Ne? Ja, die bezahlt. Nur für die Zukunft, so, ne, an die Gerichtsvollzieher hier. Wir zahlen. Bis 17.30 Uhr. So. Unser Freund, der Haushalt. Ne? Warte, auf den will ich mal ein Auge haben. Ich will mal wissen, was der macht. Ja, das ist eine Mülltonne, mein Freund. Passiert da noch was, oder? Steht da erstmal und guckt sich erstmal die Mülltonne an. Ja. Gott, Pavel, Mann. Was ist mit dir nicht in Ordnung? So, was macht Kurt eigentlich? Pennen. Hallo, wir sind um 6. Ne, um 7 sind wir nach Hause. Was, dafür möchtest du 125 Dollar haben? Ja, fürs Mülltonne angucken. Also, Oh, wir müssen zur Arbeit. Ja, Kurt, dann sehen wir auf, Mann. Und wir lernen heute noch ein bisschen Theorie. Einen Geist sehen. Die Seele lebt weiter. Der Sinn möchte einen Geist sehen. Wie. Da sollten wir mal zum Friedhof nachts gehen. Hier machen wir hier. Nein, wir arbeiten soll da oben. Also, Theorie wieder. Ja. Theorie. Oh, wir hatten kein Frühstück heute. Stimmt ja. Oh ja, schmerzhaft. Abendessen. Herbstsalat. Wir wollen ja gesund leben. Genau. So schön. Was sagt die Zeit dann eigentlich? Oh, unsere Laune ist gerade nicht so gut. Ja. Dann soll sich Kurt dann nochmal in die Konsole setzen, ne? Nachher. Kriegt da ein bisschen Spaß. Nee, was? Trainieren? Wir haben gar keine Sprache. Trainieren, so. Kledo, Stärke. Cardio ist Kondition. Fernsehen? Nein. Ach ja. Mit Noten kann Kurt Cobain ganz gut umgehen. In ihm steckt ein großes Potenzial. Doch er muss sich für eine Richtung entscheiden, bevor er seinen ersten Gig spielt. Das Rock-Label möchte Kurt als neuen Frontmann engagieren. Wow. Nun ja, nicht sofort. Aber irgendwann könnte er vor tausenden kreischenden Fans auf der Bühne stehen und die schrägsten Songs ins Mikro grölen. Wow.
das Symbolio-Label meinte jedoch, dass Kurt großes Potenzial für Potenzial für die elegantere Seite der Musik besitzt. Was soll er sein? Rockstar oder Symphonie? Ja, hallo, die Frage stellt sich gar nicht. Elektrorock, oder? Natürlich Rock. Aha, 8 oder 4! Junge, langsam werden wir erreicht. Geil! Sehr cool. Also, damit ist unser Path of Fame um einen Stein weitergewachsen. Green freundschaftlich zu grüßen. Wer ist denn Green? Keine Ahnung, wer Green ist. Ja, aber put schon mal hier, ne? Streckt schon mal die Metalhorns nach oben. bald wird Kurt sowas regelmäßig zu sehen kriegen. Umschalten auf Kidzone, Actionwelt, Datensparme, Terror-Tiffy, hier ran an den Herd. Sportuniversum, hier ran an den Herd. Du zieh mal ein bisschen Kochschorgen. Deine Kochtalente sind nämlich grauenhaft. Naja, aber wir wollten ja von Anfang an nicht so kulinarisch. Ist wieder viel zu spät. Oh, und unser Kühlschrank stinkt. Alter, unser Kühlschrank stinkt. Verdammt, ist nicht raus. Ja, also ich bin echt gespannt, wie das dann jetzt so weitergeht. Und ich glaube, die Zeit ist schon... Die Zeit besagt 21 Minuten 45 Sekunden. Das heißt, wir verabschieden uns jetzt. Genau, das war schon Part 12. 12, genau. Und im nächsten Part, wissen wir selber noch nicht, was wir machen. Schauen wir mal. Und freut euch einfach drauf, wenn es wieder heißt Let's Play Life of Kurt Cobain von Good and Evil. Und damit sind wir raus. Mach's gut, Leute. Ciao. Und im Part 12 wollen wir eigentlich da weitermachen, wo wir im Part 11 aufgehört haben, nämlich Kurt zu trainieren und ein bisschen an der Gitarre zu üben. In der letzten Folge hatten wir unangenehmen Besuch und das erzählt euch jetzt mal der Tim, was da genau passiert ist. Ja, angeblich haben wir unsere Rechnung nicht bezahlt. Dann kam der Gerichtsvollzieher und hat uns ein paar Sachen weggenommen, um genau zu sein, unser super stylisches Sofa. Stylisches Sofa, was auch nicht ganz billig war, was wir, ich weiß nicht, wie viel wir... Ja, 700 haben wir dafür. Hi Leute, hier ist wieder Good Kevin. Und Evil Tim. Und ja, Good Evil ist also wieder am Start im Doppelpack. Und Part 12 geht los. 180 oder irgendwie sowas. 184. Dafür, dass wir jeden Tag halt arbeiten, oder fast jeden Tag arbeiten. Und durchschnittlich, sag ich mal, am Tag so... Ich weiß nicht, wie viel macht Gott eigentlich... Pro Tag. Weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir bringen pro Tag 300 irgendwas mit. Das heißt, wir müssen schon knapp 2,5 Tage dafür arbeiten,
R3. Um uns so ein Sofa zu leisten. Um so, uns so ein Sofa zu leisten. Und dann wird uns das einfach weggenommen. Wir müssen jeden Cent noch zweimal umdrehen. Na, so arm sind wir jetzt auch nicht. Und da konnte stand, oh, ich glaube, er weiß was. Er muss. Kurt muss irgendwie ständig aufs Toilette, ich weiß auch nicht. So, dann würde ich sagen, geht nochmal wieder ein bisschen trainieren, ne? Was macht der da? Riecht der noch dran? Nur meine Nase, ey. Heute haben wir mal eine deftige B-Note. Ja, wer weiß. Kurt's Hobbys sind ja sehr kreativ. Er ist Musiker. Mein Freund, 3 Uhr nachts, wir langsam mal schlafen gehen. Das erinnert mich so an. Nee, ich sag's nicht. Aber immer noch Krempel genommen. Sims ärgert sich sehr an ihrem Krempel und Sims hängt sehr an ihrem Krempel und wenn er ihm weggenommen wird, nehmen sie das sehr persönlich wegen Fendung. Ja, natürlich. Ich kenne keinen, der sagt, ach geil, weißt du, ich will lieber in so einer leeren Kommune.